Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie wir OpenSSH unter Windows 10 aktivieren. Das geht ja, also die Möglichkeit oder die Option, die gibt es seit dem Fall Creators Update, beziehungsweise ab dem Version 17.09 hier, genau. Also das ist jetzt hier eine Windows 10 Maschine, Version 17.09. Ab hier hat Microsoft ja, OpenSSH sowohl den Server als auch den Client portiert, ja, mit integriert hier, und zwar als fester Bestandteil vom Betriebssystem, ja, vom Windows. Ja, also das basiert nicht irgendwie auf dieses Windows Subsystem für Linux, sondern ja, ist wirklich eine eigenständige Applikation sozusagen, ja. Bisher müssen wir ja auf Tools hier zurückgreifen, wie zum Beispiel Putty. Ja, das brauchen wir wahrscheinlich oder werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Ja, denn Microsoft hat jetzt hier endlich, also sie haben das seit 2, 3 Jahren, glaube ich, versprochen, dass sie das mit in den Betriebssystem integrieren. Das haben sie jetzt doch noch geschafft irgendwie. Es ist zwar aktuell noch die Beta-Version, aber immerhin. Genau, die Option, die ist auch etwas versteckt. Die muss man erstmal suchen. Deswegen wollte ich euch jetzt schnell zeigen, eigentlich, wie man das einfach aktiviert. Das geht sehr schnell und einfach, wenn man das gefunden hat erstmal. Und zwar haben wir hier den Windows-Button, ja, über Apps und Features zum Beispiel. Und hier haben wir genau Apps und Features. Hier brauchen wir nichts zu suchen, aber hier optionale Features verwalten. Ja, hier werden wir jetzt auch nicht fündig, aber wenn wir jetzt hier auf dem Feature hinzufügen, einmal draufklicken und ein bisschen warten, schon haben wir jetzt hier genau einmal den OpenSSH Client und den SSH Server hier. Ja, wie man hier noch sehen kann, ist das noch die Beta-Version, aber wir können das ja schon testen, schon nutzen. Einfach draufklicken hier und dann auf Installieren. Das dauert dann ein paar Sekunden. Den Server werde ich jetzt erstmal nicht installieren. Den kann man aber genauso, ja, einfach draufklicken und installieren klicken und ein paar Sekunden warten. Man bekommt jetzt hier okay. Und wir können schon mal versuchen, genau. Und schon können wir jetzt, wenn das jetzt durch ist, ich weiß es nicht, über die Kommandoline oder über die PowerShell, je nachdem. Ich teste mal, ob das jetzt durch ist. Noch nicht. Ja, SSH nutzen. Ich gucke mal, ob vielleicht CMD als Administrator vielleicht. Beziehungsweise man muss dann am besten, genau, das ist jetzt da. Aber ich denke, man muss einmal neu starten, damit die Einstellungen hier richtig, ja, übernommen werden. Ich versuche mal mit dem, vielleicht mit Abmelden hier. Das geht schneller, um Zeit zu sparen, ja. Aber es ist nicht, hoffentlich funktioniert das auch. Genau, und schon können wir bequem über die Kommandozeile hier oder PowerShell, je nachdem, wie wir es wollen oder gewöhnt sind, mit SSH arbeiten, ja. Das finde ich eigentlich sehr sozial von Microsoft. Super cool hier. Ja, wir können uns also mit dem Rechner, mit dem, ja, entfernten Rechner verbinden, weiß ich nicht, und ja, halt mit SSH arbeiten. Ich habe jetzt nicht. Genau, das war es auch schon alles hier für heute. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.